Willkommen zurück zu Let's Play Lego Pirates of the Caribbean, das Videospiel. Nun geht es weiter mit dem 4. Level Schmugglerversteck. Okay, so leicht erinnere ich mich noch an dieses Level. Naja, erstmal hier ein paar Sandburgen bauen, dort vorne schwimmen zwei Haie. Und dort ist ein Affe mit einer Schaufel. Und natürlich die Sandburg zweimal aufbauen, für doppeltes Geld. So, nochmal geht's ja leider nicht. Aber das ist auch schon okay, so. So, was sollen wir suchen? Scheinbar das obere. Ist es unter dem Möwen oder noch weiter? Na, noch weiter. Okay, ich weiß schon, wie wir den Affen bestechen. Da hängen Bananen. Soll ich jetzt die Palme hochklettern? Ah ne, hier ist es. Okay, aber dafür brauchen wir erstmal die Schaufel. Ah, ich kann da echt hoch. Und was ist hier? Nur Geld, aber die Insel ist noch ziemlich groß. Okay, drei Teile davon sollen wir dann hier hinbringen, um ein Lagerfeuer zu machen. Ach, das können wir sogar schon bauen. So, also, wie ich das noch aus Video, also aus Lego-Videospielen kenne, wenn in irgendeinem Wasser oder wenn in irgendeinem Gewässer so Seetang rumschwimmt, das ist dann meistens die Grenze, die einem zeigt, hier darfst du nicht weiter, hier wirst du vom Hai gefressen. Demonstrieren möchte ich jetzt, es jetzt nur ungern. Das Geld verliere ich jetzt nicht mehr so gerne. Aber vielleicht ja irgendwann mal. Vielleicht schwimme ich dort ja auch irgendwann aus Versehen rein. Da gibt es wieder Sandschiffe. Die aber dieses Mal kein Minikit bringen. Affe, bleib hier. Ich hab was für dich. Kannst du mal stehen bleiben? Nein, meine Banane! Okay, ich hab sie. Jetzt nimm die. So, dann können wir jetzt graben. Aber vorher... Okay, das ist wahrscheinlich hier bei den... Wir Sandhügeln, ja. Ja, hier kann man was graben. Ey, das ganze Geld ist gerade unter der Map verschwunden. Na toll. Ach, Tausender. Und einen kleinen Charakter haben wir nicht.
So, das soll vermutlich eine Kokosnuss sein. Das wollte ich nicht, aber dann können wir kurz mal so machen. Ah, hier. Zwei Stück. Toll. Bringt aber nichts. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da... Oh. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Kokosnüsse auch noch ein... ein Minikit geben wird. Aha, hier. Die Schaufel haben ist schon die ganze Zeit da. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen, als wir hier lang sind. Und dann gibt es noch das hier. Dort vorne irgendwo. Aha, okay, da kommen wir auf jeden Fall noch nicht hin. Dann graben wir einmal das hier aus. Auf und rein hier. So, jetzt sind wir auf jeden Fall im Schmugglerversteck. Ja, da wollte ich nicht ran. Ja, gut, da fehlt noch was. Gut, dann, obwohl, kann man das hier noch? Ja, kann man bestimmt mit einer Fackel, die hier irgendwo ist, anzünden. Ah, okay, da kommt der Rest von der Brücke. Achso, darüber. Ja, nicht darunter. Okay, hier vorne kommt man wieder hoch. Warum geht denn das nicht? Ah, jetzt geht's. Toll. Kann ich das hier noch zerstören? Ja, da, okay, das geht. Aber das hier geht nicht mehr. Das noch. Also was macht das? Ah, okay, wieder ein Weg nach draußen, schätze ich mal, ja. Und nun ist es Nacht und wir sind, glaube ich, auf der anderen Insel und dort vorne ist ein Schiff. Also das ist die Luke, wo wir rauskamen. Hier liegt auf jeden Fall schön viel Geld rum. Die Insel gefällt mir.
Okay, das Rad kann man, das Steuerrad kann man nicht zerstören, aber wir können dabei noch gucken. Nein. Also warum? Warum drücke ich das überhaupt? Ja, gut gemacht. Was hat denn der da für Augen, der Links? Das wie, wenn ich da reingehe? Nein, okay. Oh, und deswegen konnte ich es eben nicht zerstören. Weil das noch wichtig ist. Warum ist jetzt hier so viel aufgetaucht am Tag? Das war eben doch nicht hier. Naja, dann zerstören wir erstmal alles. Das nicht. Oh, wir haben fast alles. Ach stimmt, eine Sache gab es ja hier auch noch zu finden auf der Seite. Aha, okay, da war's. Oh, hier ist wieder das ganze Geld gespawnt. Und sogar ein Minikit. So, hier gibt es noch eine Sandburg. Die war mit Sicherheit vorher auch noch nicht da. Bin ich mir ganz sicher. Habe ich Sandburg gesagt? Ich meine Sandschiff. Ah ja, okay, ich verstehe schon, was man damit machen soll. So, dann mal rüber damit. So, dann gehen wir da natürlich auch direkt mal hinterher. Gleich. So, das können wir leider nicht zerstören. Hol dir das Geld. So, da oben will ich. Aha! Geh zurück. Platz da. Ich brauche Geld. Aha, ja. Wusste ich's doch. Achso, sie macht das. Ich dachte, ich muss zu ihr wechseln. Und los! Und wahre Pirat, auch wenn es gerade nicht angezeigt wird. So, Nummer 2. Nein, 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 ach, verdammt. Oh, hab's doch noch eingesammelt. Gut, keine Ahnung, wo das letzte ist, aber das wird bestimmt schon auftauchen. Weil das Feuer brauchen wir ja. Okay, da vorne ist das Schiff jetzt. Gut, dann geht es hier nach unten. Aha, so wird das angezündet. Na, ich will bauen.
So, okay, dann sehen wir auf jeden Fall gleich, ob das mit dem Kompass, die ganzen Sachen, die man damit finden kann, wenn man alles hat, dass das dann auch, ob das dann auch einen goldenen Stein gibt. So. Und so. Nein, das Geld. Ach, verdammt. Den wertvollsten Stat habe ich nicht mehr einsammeln können. Nein, hör auf. Okay, eine weitere Brücke. Ich höre Geld, aber ich sehe kein Geld. Ja, toll, jetzt bin ich nass. Nicht wieder, nicht schon wieder darunter. Einfach rüber, ganz schnell. Ah, okay. Aha, und hier ist das. Okay, das setzen wir da gleich ran. So, das können wir leider nicht zerstören. Und das Silberne hier. Gut, dann geht es wieder rüber. Muss ja passieren. War ja auch nicht anders zu erwarten von mir. Was ist überhaupt? Ja, vielleicht macht sie das ja besser. So, nimm. Und ein weiterer Versuch. Oh ja, sie schafft es wirklich. Nehme ich mit. Achso, da vorne kommt das ran. So, und dann wird das noch einmal ein wenig gedreht. So, und geschafft. Und dann geht es hier oben nur wieder raus. Und dann muss... Oh, das brennt sogar schon. Aber es ist noch nicht ganz gebaut. So, da hinten ist auf jeden Fall ja noch ein ganzes Gebiet, aber ich glaube, man muss erst in den Sandbock, da kommt man dort oben raus. Und dann kann man dort hinten frei rumlaufen. Vermute ich jetzt mal. Naja, dann bauen wir das auf jeden Fall. Und es ist heiß. Schmugglerversteck, Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Wir bekommen Elisabeth Unterkleider. War natürlich wahrer Pirat. Und ja, okay, da unten wird ein goldener Stein angezeigt. Dafür kriegt man dann also auch ein. So, zwei Minikits. Und drei goldene Steine. Level abgeschlossen. Wahrer Pirat. Kompass. So, fast 10.
So, zurück zum Hafen. Gut, aber hier beende ich dann jetzt erstmal den Part und dann bis zum nächsten Mal.